Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es weiter in meiner Frage-Antwort-Serie und zwar in Bezug auf Endorsements. Ja, ich habe sehr viele E-Mails diesbezüglich bekommen und die letzte ist gerade vielleicht so 2-3 Tage her. Und leider hat dieser Kollege nicht wirklich irgendwelche Sachen in Erfahrung bringen können, was Endorsements betrifft. Und zwar, was ist ein Endorsement? Ein Endorsement bedeutet, dass ihr von gewissen Firmen einfach ein bisschen gefeatured werdet. Ihr bekommt Sachen vielleicht zu einem günstigeren Preis. Ihr taucht in einem Katalog vielleicht auf. Ihr werdet auf deren Homepage irgendwie gefeatured. Was ist dafür wichtig? So ein Endorsement bekommt natürlich nicht jeder, sondern ihr solltet also schon irgendwo auf einem gewissen Level spielerisch unterwegs sein. Das heißt, ihr solltet vielleicht eine gut funktionierende Band haben, vielleicht seid ihr aber auch gerade erst am Anfang, vielleicht einen ziemlich coolen Instagram-Account oder von mir aus auch YouTube, Facebook und natürlich auch ein bisschen präsent sein. Das ist immer ganz wichtig für die Firmen. Und in meinem Fall ist es so, dass ich mit 15, 16 schon meine erste CD aufgenommen habe und sitze prinzipiell eigentlich seit ich 6 bin am Schlagzeug, habe auch immer Unterricht gehabt und nebenbei auch ein bisschen Gitarre und Keyboard und Gesangunterricht genommen, was mir natürlich heute auch in der Bandarbeit ein bisschen weiterhilft und bin also schon sehr lange im Business. Das heißt also so ungefähr 10 Jahre, ich bin ja noch nicht so alt. Und ja, ich habe meinen ersten Endorsement-Deal mit 18 bekommen und ich war damals schon sehr viel unterwegs mit Live-Konzerten und konnte natürlich dann auch dieser Firma damals was zurückgeben, indem ich natürlich auch ein bisschen Werbung für die gemacht habe, weil das ist nämlich so das, was für so eine Firma natürlich wichtig ist. Ich bin natürlich in der glücklichen Lage, mit meinem Riesenschiff hier auch sehr, sehr coole Endorsement-Firmen am Start zu haben. Als da wäre Pearl Drums, Zildjian, wo ich schon seit Jahren mitarbeite, Vincent Drumsticks, Klotzkabel, Levit Mikrofone, sehr, sehr coole Preis-Leistungs-Verhältnis-mäßige, qualitativ hochwertige Mikrofone aus Österreich, mit Pow-Pow Stickbacks, die machen sehr, sehr coole Taschen, auch aus Naturmaterialien, nicht ganz günstig, aber auch eine ziemlich coole Angelegenheit, weil so eine Stickback begleitet euch schon jahrelang. Des Weiteren habe ich noch Skygale Dumper Pads, die könnt ihr als Obertonkiller auf eure Toms, auf eure Snare, von mir aus auch auf euer Reitbecken kleben. Und ich bin auch noch ganz froh über Unterstützung von Alan Heath, woraus mein Sound, den ihr jetzt gerade hört, auch ein bisschen rauskommt mit Pulten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Natürlich, klar, EMP ist noch und Rock Rebel ist mit am Start, mit Klamotten und auch mit Bühnenoutfits, genauso wie auch mit Schuhen, die sehr cool auch zum Schlagzeugspielen gedacht sind. Und ja, wie kommt man an sowas ran? Es gibt eigentlich letztendlich kein Erfolgsrezept dafür. Ihr könnt auf Musikmessen mit einem Infopaket von euch natürlich zu der jeweiligen Firma, wo ihr gerne hin möchtet, gehen und euch bewerben. Ihr könnt E-Mails schreiben oder ja, ihr solltet halt präsent sein. Ihr müsst was zurückgeben, um auch Werbung für diese Firmen zu machen. Ich in meinem Fall habe hier alles Firmen am Start, die ich auch ohne Endorsement spielen würde. Also man sollte solche Sachen auch aus Überzeugung machen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt seit Jahren die Firma X als Schlagzeug benutzt und natürlich auch irgendwo auf euren Homepages auftaucht und ihr geht zu einer x-beliebigen Y-Firma und sagt, hey, ich finde euer Zeug total geil, ist das natürlich nicht so glaubhaft. Ich spiele, seit ich denken kann, eh schon Pearl und habe auch mein erstes Beckenset war auch von Zildjian. Das wiederum heißt für mich, ich spiele es aus Überzeugung. Für mich ist das einfach so die beste Gear, also auch von der Qualität her. Der Service ist super. Das ist natürlich am Ende des Tages bei so einem Endorsement dann auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit, dass ihr einen schnellen Service habt. Wenn ihr jetzt nur in eurem Kinderzimmer, in eurem Proberaum mit einer Band unterwegs seid, könnt ihr ja mal zum Musikladen eures Vertrauens gehen und mal was Neues kaufen oder auch mal was Neues bestellen. Das ist ja kein Problem. Stellt euch vor, ihr seid auf Tour, euch geht was kaputt und ihr braucht
total schnell bis am besten am gleichen Tag noch oder am nächsten Tag neues Equipment, dann ist natürlich so ein Endorsement super cool. Was natürlich auch so ein kleiner Nachteil ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel das Glück hat, wie ich zum Beispiel, und weltweit mit den Bands unterwegs ist oder auch war, kommt es natürlich vor, dass ihr auch zu irgendwelchen Festivals fahrt und dann auch mal vor anderem Equipment steht. Was macht man da? Normalerweise ist es bei den großen Bands so, dass die so viel Geld haben, um mit ihrem eigenen Equipment durch die Weltgeschichte zu touren. Das kann nicht jede Band. Und so ein komplettes Schlagzeug mal eben in eine Boeing reinzupacken, ist natürlich auch nicht so günstig. Insofern ist es halt so, dass man vom Management, von der Booking-Firma, die für euch arbeitet, immer gewisse Anforderungslisten an die jeweiligen Veranstalter geschickt werden, wo exakt draufsteht, was ihr so haben möchtet. Das funktioniert eigentlich zu 90% immer richtig gut. Und weil natürlich diese Endorsement-Firmen, mit denen ihr arbeitet, auch in den jeweiligen Ländern einen Vertrieb vor Ort haben. Und oftmals kennen die einen dann schon, wenn man jetzt zum Beispiel öfter mal in Japan, Südamerika, Amerika, Russland unterwegs war, funktioniert sowas immer sehr, sehr gut. Das ist ein Vorteil. Ein Nachteil ist, wenn es dann mal nicht funktioniert. Und ihr habt natürlich dann andere Firmen am Start, dass ihr da schon ein bisschen drauf achten müsst, weil es bringt euch am Ende des Tages dann auch nichts, wenn ihr in Wacken Rio, Rock in Rio oder Lautpark in Japan sitzt und habt auf einmal komplett andere Werkzeuge zur Hand und werdet fotografiert oder nehmt vielleicht sogar eine DVD auf. Da solltet ihr schon ein bisschen drauf achten, dass ihr da nicht mit den falschen Sachen abgelichtet werdet. Da muss man immer halt so ein bisschen schauen. Das ist nicht so toll für die Firmen. Was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Ja, geht den Leuten natürlich nicht auf den Keks, ist ganz klar. Das ist genauso wie mit eurer Band, mit Plattendeals. Wenn ihr eine Absage bekommt, gibt es halt eine Absage. Es wird immer schwieriger im Business, weil es immer mehr gute Kollegen gibt. Es gibt immer mehr YouTube-Kanäle, es gibt immer mehr Instagram-Accounts. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein paar coole Tipps auf den Weg geben. Versucht es, seid immer ihr selbst, das ist ganz wichtig, übertreibt nicht und macht es aus Überzeugung und nicht des Geldes wegen, weil das merkt sowieso jeder, die Jungs sind alle lange im Business. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Frage oder mit meiner Antwort ein bisschen weiterhelfen und falls ihr weitere Fragen habt zum kompletten Business, egal was es ist, schreibt sie einfach unten drunter. Ich lese wirklich tatsächlich alles. Ich mache alles alleine und habe keine Leute für mich am Arbeiten. Es kommt alles bei mir an und sofern es mir zeitlich und auch von der Frage her möglich ist, gehe ich auf alles ein. Vielleicht werdet ihr auch irgendwann mal ein Video dazu sehen. Ansonsten kommt mich besuchen auf www.andrehilgers.com. Dort habe ich auch noch ein paar coole Videos für euch am Start zum Kaufen. Unter anderem auch, was zu diesem Thema passt, vom Proberaum auf die Bühne. Da wird das Thema auch ein bisschen angerissen und noch viele weitere. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo oder von mir aus auch zwei Daumen nach unten. Haut drauf, euer André.